Yeah. Get this down. Pop side. Hallo zusammen bei Du packst das. Heute geht es an ein richtig tolles Projekt. Eine Spielkiste 40 cm breit, 60 cm lang und 40 cm hoch. Die Kiste ist so konzipiert, dass sie sich nicht nur zum Aufräumen von Spielzeug und Kuscheltieren eignet, sondern auch zum Verstecken und Rumfahren. Ist ein großer Spaß für die Kleinen, aber zunächst mal auch für euch. Bevor es losgeht, sehen wir uns noch die drei wichtigsten Werkzeuge an, die ich dafür nutze. Den Akku-Bohrschrauber, die Akku-Stichsäge und die Akku-Handkreissäge. Alle drei gehören zum Parkside 12 Volt Team. Die Bauanleitung inklusive Materialübersicht mit genauen Maßen und Stückzahlen findet ihr wie immer auch auf unserer Webseite. Und ihr wisst es, unbedingt eine Schutzbrille, Sicherheitsschuhe, Staubschutzmasken und beim Arbeiten mit lauten Werkzeugen Gehörschutz tragen. Beim Material habt ihr wieder die Wahl. Ich habe mich für eine 12 mm dicke mitteldichte Faserplatte entschieden. Die 5 Platten schneiden wir mit der Handkreissäge zu. Eine festgespannte Leiste dient uns dabei als Parallelanschlag und hilft uns präzise zu sägen. An der Unterkante bekommen die Seitenteile und das Heck in ca. 3 cm Höhe eine 0,5 cm tiefe Fräsung, in die später der Boden eingeschoben wird. Die machen wir mit der großen Oberfräse, die für diese Arbeit genug Power mitbringt. An den Kopfenden der beiden Seitenteile fräsen wir für die Montage der Kiste nun auch noch innen rechts und links jeweils eine Nut. Hier werden die Bretter später zusammengesteckt und verleimt. Jetzt geht es an die Rundungen der Seitenplatte und die runden Aufnahmen der Achsen. Zeichnet diese sauber mit dem Zirkel an und schneidet sie mit der Stichsäge und einem Kurvensägeblatt aus. Danach bohrt ihr mit dem Bohrschrauber und dem Holzbohrer zwei Bohrungen zum Durchschieben der Achsen in jedes Seitenteil. Die Kanten, die später als Außenkanten der Seitenteile sichtbar werden, runden wir mit der Oberfräse ab. Wollt ihr die Kiste farbig gestalten oder einen Schriftzug aufbringen, ist jetzt der richtige Zeitpunkt dafür. Ich habe mich für den Namen Emma entschieden. Dafür habe ich diese Schablone vorbereitet, die ich mit dem mitgelieferten Kopiering der Oberfräse auf die Seitenwand unserer Spielkiste übertragen kann. Das braucht etwas Übung, aber mit Geduld packt ihr das. Achtet darauf, immer gegen die Drehrichtung der Fräse zu arbeiten und nur in einer Tiefe von 5 mm. Wir wollen ja nicht die Holzwand durchstoßen. Nun kümmern wir uns um die Stirnseite. Zwei große Bohrungen mit einem Forstnerbohrer in der Tischbohrmaschine ergeben zwei Augen, eine locker darunter hängende Seilschlaufe den Mund. Damit das runde Ende der Nut nicht sichtbar ist, musst du die Stirnseiten an allen vier Ecken ausklinken. Ihr sägt dafür mit der Stichsäge an den vier Ecken ein 15 mm hohes und 5 mm breites Stück heraus. Jetzt das Seil einziehen. Die Seilenden sichert ihr mit einem Knoten. Damit sich die Spielkiste später besser ziehen und schieben lässt, versehen wir sie jetzt noch mit ein paar Holzrädern. Ihr könnt die Räder selbstverständlich auch mit der Oberfräse selbst herstellen und wie diese hier mit Gummistreifen versehen. Fehlen noch die Achsen. Dazu nehmt ihr Gewindestangen, die ihr mit dem Winkelschleifer auf die richtige Länge kürzt. Jetzt ist es soweit. Ihr könnt die Kiste zusammenbauen. Dazu einfach auf die gefrästen Nuten für die Verbindung etwas Leim auftragen. Nun geht es an das Zusammenstecken. Durch die Nuten sitzt alles stramm und im richtigen Winkel. Achtet dabei wieder auf die Trockenzeit. Nachdem alles getrocknet ist, sind die Räder und die Achsen dran. Dafür schraubt ihr die Räder mit Unterlegscheiben auf die Enden und fixiert diese mit flüssiger Schraubensicherung. Jetzt müsst ihr nur noch den passenden gekürzten Kabelkanal einkleben, um die Achse zu verdecken. Parkside. Glückwunsch! Eure Spielkiste ist fertig. Ich verabschiede mich. Bis zum nächsten Mal in der Parkside-Werkstatt. Und immer dran denken, egal was, du packst das. Now, got this now.